Dancing in the moonlight. With the mercury in the sun. Wonderful. Hallo Hawaii, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Von diesem Ort hier habe ich schon viele, viele meiner Informationen preisgegeben und habe an diesem Ort sehr viel lernen dürfen und konnte hoffentlich auch viel an diesen Ort wieder zurückgeben. Es war eine heftige Zeit. Es waren 3 Jahre, 18, 19, 20, 21. Das Ganze ging ja schon 2018 los, Weihnachten. Jetzt haben wir 2021 Weihnachten. 18, 19, 20. Das wäre jetzt das vierte Weihnachten, was nicht ganz so glücklich ausfallen würde, wie es ausfallen sollte. Und alles ist gewachsen bisher, nur nicht mein Traum. Und wie sich das jetzt hier weiterentwickeln wird, das werden wir sehen. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Ich weiß es noch nicht. Ich könnte mich so vielen Zyklen anpassen, ich könnte so viele Zyklen annehmen, ich könnte auch so viele Zyklen dadurch ablehnen, weshalb ich einfach für das Neue offen bin und weiß, dass durch das Vertrauen, an eine große Kraft, die mich mit Energie versorgt, um die neue Wahrheit zu erleben und zu leben und zu zelebrieren und dadurch halt neues Wachstum stattfinden zu lassen, eben da sein wird, wenn sie da sein muss, um halt eben immer wiederum ein Wachstum stattfinden zu lassen. Ein Wachstum in allem, in allen Verbundenheiten, nicht in Abgrenzungen, die dazu führen, eigene Territorien zu erschaffen und in diesen Territorien dann doch irgendwie feststellen, dass da irgendwas fehlt. Es fehlt die Verbundenheit. Das ist, wenn irgendjemand halt das Gefühl von Vermissen hat, dann ist es ein Mangel an Connection, ein Mangel an Verbundenheit.
Und den hat jeder selbst in der Hand. Willst du verbunden sein, dann sei verbunden. Mecker nicht rum und über Einsamkeit. Mecker nicht rum über zu viel Geselligkeit. Es gibt nichts von dem, was man der Meinung ist, Leid erfahren zu müssen. Nur bis zu einem gewissen Punkt. Nicht, weil es alle müssen. Und nicht, weil dein Partner gerade so lange schon und du den so magst und er dir so ans Herz gewachsen ist und so viel Verbundenheiten da ist, und heißt es nicht, dass ihr alle Verbundenheiten miteinander teilen müsst. Das ist absoluter Nonsens. Es gibt gewisse Punkte im Leben, die sollte man meiden. Oder achtsam gestalten. Nicht ängstlich, immer neuem geöffnet, aber sieh zu, wo die Notbremse ist, sieh zu, wo der Schalter dafür ist, dass man wieder zu einem Nullpunkt kommt. Der Nullpunkt, von dem man sich immer wieder neu strukturieren kann, neu ausrichten kann. Der Nullpunkt darf nicht abhängig von einer Person sein, die altert. Das macht die Sache interessant. Ist der Nullpunkt hier, wo ich ihn schon immer vermutet habe? Kann ich diesen Nullpunkt von hier verschieben? Ich denke ja. Raum und Zeit. Es kommt jetzt für uns.